Muss ich vielleicht da hoch? Ah ja, aber wie komme ich auf das Dach? Warte mal. Guck mal hier, schon wieder eine Entdecker-Auszeichnung. Damit farm ich hier noch mehr echt die ganzen EP. Nee. Da komme ich nicht hin. Jetzt müsste eigentlich einen Aufstieg geben. Tut es nicht. Ich habe auch das, glaube ich, nie gemacht, deswegen will ich das jetzt mal erledigen. Tun wir wirklich etwas Gutes? Ah, hier ist noch eine Leiter. Ich finde diese Wege. Um da Luft zu kommen. Jetzt, da ist es, ne? Ah. Hinweg hätte ich. Ist hier oben einer, mit dem ich reden soll? Nur hier erstmal wieder durchhacken, dann das andere lösen noch. Jetzt geht's aber los. Mann, mein letzter Stoppwurm. Ich bin so ein Mist. God damn it. Erzählt ist schon halt abgeschlossen, das ist schon halt abgeschlossen. Ah, da ist ein Multitool. Und dann können wir auch seinen Laptop hacken mit dem Multitool. Wenn ich jetzt eh einen Satz bekommen habe. Reicht ja schon, dass ich meine andere verfolgt habe. Tatsächlich, ich bin nur an der Wohnung außen. Hm? Das sind sogar Typen. Die Stadt hat einfach Flair. Sie haben Glück hier leben. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Ich musste einfach. Und nochmal. Raus aus dem Rotlichtviertel. Zu viele. Ah, ich habe ja einen Praxispunkt bekommen, gell? Hab ich ja eben jetzt gesehen. So, was wollen wir denn dann? Was wollen wir denn? Icarus Sprint? Meine Deckung. Was? Das ist cool. Das nehmen wir. Und den Icarus Sprint zu verbessern. Dann machen wir noch ein paar Sachen für Stealth. Wie funktioniert das mit dem Anzeigen? Muss ich dir irgendwas Bestimmtes drücken? Halten Sie. Was habe ich da schon zuge? Aha, so geht das. Das finde ich cool. Na dann, Multitool auf jetzt. Ich will nur wissen, was auf deinem Rechner ist, ob ich das gebrauchen könnte. Tatsächlich gibt es einen negativen, damit alle erkennen, hinfällig. Aha. Er ist augmentiert, aber hat Fats. Interessant. Gut. Also, das hätten wir. Was habe ich vergessen? Juhu, nice.
So. Bleibt nur noch die Frage. Wow. Gute. Was mit dem anderen passiert? Der sieht nach Ärger aus. Ach, du übertreibst doch. So, noch eine. Und dafür, warum überrascht mich das? Ein Apartment über der Reinigung erwähnt. Muss also irgendwie über diese Reinigung kommen. Aber wie, das war nicht so einfach. Nicht mal der Polizei kann man noch das Verdächtigen. Ist da drüben? Okay, okay, schön. Skoro mi przypada, że jsme w komodu s rusakama. Ob da drin wohl was Richtiges ist? Verzieht sich die schlechte Luft. Guck mal. Vielleicht brauche ich das auch. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Habe ich mich jetzt umsonst hier reingehackt? Na toll. So kann man natürlich auch seine Multitools verbrauchen. Ah ne, vielleicht hat es doch etwas mit meiner Aufgabe zu tun. Ich muss irgendwie da hochkommen. Andererseits, vielleicht funktioniert der Sprung ja so. Sprung und dann... Ich dachte, vielleicht muss das Timing besser werden. Warte mal. Fällt nur wie so ein nasser Klotz. Ich muss irgendwie dieses Apartment da oben. Weiß noch nicht wie. Scheiße. Ich hier versuche hochzukommen. Das könnte was sein. Das könnte was werden. Nee, warte mal. Vielleicht erstmal hier rauf. So. Ah, das geht nicht. Was denn für ein Tatort? Ich will gar nichts von dir. Tohle není to tak zlý. Jestli v tom fakt jedou, jak to zastavit? Ah, da ist noch eine Leiter. Zum Glück schert das die Polizei nicht, wenn ich das mache. Aber anderen sind sie ja mich mal angegangen. Na, ich hab einen Weg gefunden. Und hopp. Wir sind da. Sir Kassan, das war schon. Live-Bericht für Pikes. Ich gehe echt nochmal shoppen gleich. Oh. Oh. Den hat's gelegt. Nice. Es hat sich wenigstens gelohnt, hier einzudringen. Die gefährlichste davon gemessen an der Zahl der Todesopfer
gesehen, nice. Kann mich nicht dran erinnern, dass ich das aber gemacht habe. Ich habe alle diese gleichen Kühlschränke, das gibt's überhaupt nicht. So. Das bedeutet, wir könnten rein theoretisch jetzt schon zu Miller gehen. Ich gehe mal zu dem Händler, der nimmt nämlich diese Breach-Sachen ab. Nicht viel los heute. Jetzt ist die Heißlora, Jesus. Sei. Gut. Warte. Falsch gelaufen. Ja, finde ich auch. Alles großartig. Wunderbar, ne? Wunderprächtig. Hoho. Denk nicht, mein Lieber. Der Miskal schlägt, kommt damit voran. Hä? Ach, das ist ganz schön hinter, gell? Was hat das eigentlich da drin auf sich? Wir sind mehr als nur ein Paar. Ich hab nur ein Multitool, das ist halt blöd. Da gehe ich jetzt nicht rein. Auch an der ersten Teilung. Wo ist dieser andere Händler? Wir haben der Part und so was. Bin ich richtig? Ja, ich bin noch richtig. Dem Händler wollte ich nicht. Dann gehen wir zu dem anderen. Eigentlich wollte ich zu dem da. Wo ist denn der? Irgendwo da mittig. Bevor ihr über Gollum redet, solltet ihr das Zeug überlegen, ich war da schon. Ja, bin ich falsch gelaufen, aber komplett. So, da ist er, den habe ich gesucht. Hey, Sie. Willkommen, willkommen. Hübsche Ware. Alles heil. Ja, die reden immer das wieder so, als ob ich neu bin, ey. The fuck, man. Lass die spielen. Sicher. Alles klar, nur zu. Das ist so weird. Vor allem, dass das keiner Beta getestet hat. So, ich habe erstmal noch Sachen zu verkaufen. Ah, zwei sogar. Und die Hüte habe ich mitbekommen und kann es auch haben. Das klingt irgendwie fast wie ein Sexwitchwerk. Ich kann mir nicht helfen. Okay. Der hat auf jeden Fall Multitools. Dann nehme ich die noch mit. Hacken. Ja, wir könnten mal wieder Stoppwurm mitnehmen. Und noch ein Nuke-Modus. Oh, komm. Das brauchen wir jetzt voll. So. Suchen wir noch den anderen Händler auf, der hier oben in den Apartment ist, falls der Biozellen für mich hat. Kaufe ich die nämlich auch noch. Ist ja gut, ich lade dich noch wieder auf. Bin ich deinetwegen wieder in die falsche Richtung gedackelt. Wie so üblich. So, warte mal. Hoch und dann links. Okay. Das ist ein gesicherter Tatort. Ja, das ist schön für deinen Tatort. Das juckt mich aber gerade nicht. Halt, hier geht's rein zu den Apartments. So, wo war denn der Händler? Ne, hier war der nicht. Das ist noch ein Stockwerk höher, ne? Ja. Ah ja, da sieht man ja, da wo seine Leibwächter rumeiern. Hey! Komm schon! Hast du... Du hast eine tolle Menge... Karte!
Mal schauen. Ich weiß es aber nicht, ob er Biozellen hat. Einige von denen hatten ja welche. Der hat mal Hypostim. Scheiße. Dann gehe ich wieder. Komm schon. Ich verkaufe an alle. So, Interesse an ein bisschen Equipment? Könnte ich den ganzen Tag machen. Sieht immer wieder stylisch aus. Okay, auf zu Miller. Falsche Richtung schon wieder. Das ist auch nichts Neues. Schlimmer als die Bettler. Du mich auch. Ja, der hat aus Gilead gesagt, das habe ich genau gehört. Nico, Donnelly. Ich muss nur diese Schicht überstehen. Miller wird not amused sein. Für das, was ich ihm gleich mitzuteilen habe. Noch ein Verkaufsobjekt. Sie hatten zwei simple Befehle, Agent. Rucker lebend herbringen und etwas finden, das wir der Ark anhängen können. Und Sie scheitern doppelt. Wofür bezahle ich Sie? Die Ark wird reingelegt. Wir sollen offensichtlich das falsche Ziel verfolgen, während der wahre Feind den nächsten Anschlag vorbereitet. Was? Wovon reden Sie? Miller, es ist zu einfach. Wir wissen beide, dass die Ark mit Dubai nichts zu tun hat. Ach ja? Und wonach suchen wir dann? Ha? Nach noch mehr Geistern, die Ihrer Meinung nach Rucker erledigt haben? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Noch nicht. Aber ich weiß, wo Sie sind. In einer alten Belltower-Anlage in den Schweizer Alpen. Sie sind letztes Jahr pleite gegangen. Alle Aktiva wurden verkauft. Und wenn wir uns einige der Käufer genauer ansehen, stoßen wir bestimmt auf ein Gewirr aus anonymen Strohfirmen. Wie dem auch sei, Sie werfen hier ganz schön mit Anschuldigungen um sich, Jensen. Und bis jetzt leuchtet mir keine davon ein. Haben Sie Fletcher getroffen und sich die Beweise vom Bahnhof angesehen, wie ich es verlangt hatte? Okay, machen wir das hier. Die DSD enthielt Scans des Timers der Bomben. Es war eine Armatur. Einheimische Marke, gefertigt von einem gewissen Stanek. Er hat zugegeben, dass möglicherweise seine Tochter die Bomben hergestellt hat. Haben wir sie in Verwahrung? Stanek behauptet, dass er nicht weiß, wo sie ist. Ich sage Ihnen, Rosika ist eine Sackgasse. Ein Teil der Ablenkung. Unser eigentliches Ziel sind die Alpen. Diese Anlage in den Alpen. Wie haben Sie die denn gefunden? Machen wir das so. Ich habe jemanden gefragt, einen Kontakt aus meiner Zeit bei Seraph. Seine Spezialität sind Infos, die andere gerne verstecken würden. Ich habe ihm von Dubai erzählt und ihm Zugang zu den Ermittlungsergebnissen gegen die Ark gegeben. Den Rest hat er gemacht. Scheiße, Jensen. Trauen Sie diesem CI? In diesem Fall schon. Chicane, reicht Ihr Benzin noch bis in die Schweizer Alpen? Vielleicht muss ich unterwegs tanken. Tun Sie das. Es muss schnell und leise ablaufen. Nur Aufklärung, kein Gefecht. Sie setzen keinen Fuß in die Anlage, wenn Sie Aktivitäten registrieren, sondern kontaktieren sofort mich. Ist das klar? Ja, Sir. Ich sag McCready Bescheid. Er und die Analysten sollten einen detaillierten Mobilisierungsplan ausarbeiten. Ich vertraue Ihnen, Jensen. Vermasseln Sie es nicht. Verstanden. Glauben Sie wirklich, die Infos Ihres CI führen uns weiter? Ich bin ganz sicher.
Ich bewundere Ihre Zuversicht, Mann. Vielleicht sind Sie trotz Ihrer ästhetischen Ausfälle nicht völlig wertlos. Danke. Sind Sie bereit? Sie haben gesagt, durch Ihr Hinkebein bleiben Sie ehrlich. Das ist eine interessante Sichtweise für eine Verwundung. Ihr Vorgeplänkel ist dünn wie Wassersuppe, Mann. Fragen Sie einfach. Ich bin nur neugierig. Jeder hat seine Geschichte. Nein, das ist es nicht. Eigentlich wollen Sie wissen, ob ich den Mann hasse, der mein Knie zerlegt hat. Ich verarsche Sie nur, Jensen. Sind Sie bereit? What the fuck? Ich konnte gar nicht hier mitlesen. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ein Glitch. Und seine Entscheidung veränderte ihr Leben. Verurteilen Sie Beats deswegen nicht? Sie meinen, weil wir doch keine Kumpel sind, richtig? Naja, als ich Ihren Arsch aus Gollum rausgeholt habe, hatte ich ein Gefühl, das ich kaum noch kannte. The fuck? Und da wir gerade so fröhlich sind, sollten wir nicht ein paar Meilen fliegen? Sie haben gesagt, durch Ihr Hinkebein bleiben Sie... Geht das nochmal? Ich bin nur neugierig. Jeder... Nein, das ist es nicht. Eigentlich wollen Sie... Ich verarsche Sie nur, Jensen. Sind Sie bereit? What the fuck, dieser Dialog? Und da wir gerade so fröhlich sind, soll... Hey, wenn wir die Alpen erreichen, könnte es brenzlig werden. Sind Sie dafür bereit? Warum? Weil ich in den letzten Jahren nur Schrott geflogen habe? Das Schöne an uns Naturtalenten ist, dass wir niemals einrosten. Er kriegt Druck von oben. In Gollum gibt's wegen der Scheiße mit Rucker einen Aufstand. Ich bin sicher, er gibt nicht Ihnen die Schuld. Jedenfalls nicht mehr. Alles klar, aber fliegen Sie nicht ohne mich. Hören Sie mal, wir sind keine Freunde und ich kann ein echtes Arschloch sein, aber kein beschissenes Arschloch. Dass Sie sowas sagen, ist eine Beleidigung. So habe ich es nicht gemeint. Ich verarsche Sie nur, Jensen. Sind Sie bereit? Warnung, nicht abgeschossen, wenn abgebrochen. Ja, wir haben aber alle abgeschlossen. Ja, los geht's. Ich habe Garm auf dem Radar. Ich halte uns außer Sichtweite und aktiviere den DRFM-Störsender. Wir scannen die Anlage aus der Luft mit. Negativ. Wenn ich rausfinden soll, was die planen, muss ich da rein. Sind Sie verrückt? Wir wissen überhaupt nicht, was da drin ist. Sie wollten doch nicht mehr bloß Chauffeur spielen. Und sagten Sie nicht, Sie wollten etwas Action? Okay. Aber ich setze uns nicht ab. Wenn's Ärger gibt, rufen Sie mich. Außer Sie wollen einen lausigen Nachmittag. So verbuggt, ey. Okay. Wir kommen zu einer weiteren großen Story-Mission. Wir müssen uns einen Weg in diese Anlage hier erkämpfen.
geht schon direkt los. Gegen uns das Nein. Oh ja, süß. Über 1. Aber sie gehen halt echt davon aus, was ist denn, wenn man bis hierhin keine Hacking-Sachen abgegradet hat. Bitte, guckt euch das mal an hier. Bruder, Sie sollten wirklich nicht immer falsch abbiegen. Ein kleiner Vorgeschmack, damit Sie verstehen, wo Sie sich eingemischt haben. Grüßen Sie Raka von mir. Ich hatte mehr Blut erwartet. Du hast gesagt, Raka war voll davon. Raka hatte mehr Fleisch als der hier. Vielleicht macht das den Unterschied. Aber er stirbt bestimmt. Die Orchidee ist gnadenlos. Sein Ende kommt. Langsam und schmerzhaft. Er hat Zeit genug, in Ruhe über seine Sünden nachzudenken. Hier! Er hat uns gefunden, also wissen Sie offensichtlich von der Anlage. Wir sollten abziehen. Nein. Vor dem hier wurden wir gewarnt. Wir haben Zeit, bevor Sie ihn suchen. Wenn du meinst, was ist mit deinen Freunden von der Ark? Diese Idioten werden nicht mehr gebraucht. Sie sollen noch was trinken und bekommen dann die Orchidee. Entsorgt alle Leichen. Ich hasse totes Gewicht. Trag du ihn jetzt. Ich muss jetzt weg. Du fliegst zurück beim Pack? Ich muss mich mit diesen Dwelly-Schweinen treffen und Tempo machen, damit unsere Lieferung sofort den Zoll passiert. Sie werden mehr Geld wollen. Schmuggler wollen immer mehr Geld. Die Dwallis kriegen nichts. Die Männer und ich bleiben also hier und machen weiter wie geplant. Braun hat Pikes gestern alles bestätigt. Datum, Uhrzeit. Das war's für dich, Freundchen. Chicane, komm. Scheiße. Wieder reich weg. Okay, meine Sachen sind aber noch da. So, jetzt kommt das Interessante. Wenn man Miller kontaktiert, gibt es einen stummen Alarm. Deswegen rufen wir Wigan. Alex, ich bin's. Wir müssen uns treffen. Klar. Was gibt's denn? Ich bin in den Schweizer Alpen in einen Hinterhalt geraten und erreiche meinen Piloten nicht. In Garn? Scheiße, woher nehme ich jetzt einen Senkrechtstarter? Was ist passiert? Als ich ankam, haben sie mich erwartet. Matschenko und die Goldmasken-Söldner aus Dubai. Verdammt, du musst da raus. Suche einen Ausgang und ich melde mich, sobald ich einen Plan habe. Und ich funke weiter meinen Piloten an. Diese Kerle halten mich für tot, Alex. Vielleicht sollte ich das ausnutzen und mich umsehen. Ganz genau. Und genau das werden wir auch tun. Denn jetzt sind wir im Feindesgebiet. Und es war so offensichtlich, dass der Matschenko der Schurke ist. Nice. Ja, aber mit mir werden sie nicht rechnen, dass ich hier drinne bin. Noch lebe. Nur mein schöner Mantel ist wieder fort. Ist wieder fort. Oh, da ist eine Kamera. Eis im nächsten Raum. Okay.
ein E-Book. Mal wieder gerne. So, dann leider wollen wir doch mal. Ah ja, easy going. Schön. So viel Französisch weiß ich gar nicht, ob ich das noch könnte. Nicht aus dem Stegreif jetzt. Die aktivieren wir noch die Alarmtafel. Ist es denn die Möglichkeit? Die aktivieren. So, ich muss nur schauen, dass mich die Kamera da nicht sieht. Hm? Die schwenkt sogar ein bisschen rüber. Das ist natürlich eine miese Krise. Es müsste theoretisch aber noch eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Ja, da oben. Schauen wir doch erstmal. Na, Laserfeld war auch hier, das habe ich deaktiviert. Gut. Tut gut. Ist das ein Dach? Das war's. Die Ausrüstung ist aufgeladen. Die Anlage ist ja riesig. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, jetzt vorzugehen. Habe ich irgendeine Karte? Nee. Achso, ich muss aber unten. Oh, ja.